Die Fußstapfen sind groß, in die ich hier getreten bin. Und aufregend war es. Und ich glaube, wir kommen jetzt zur Antrittsvorlesung oder der Antrittskurzvorlesung. Und in der Vorbereitung habe ich so manches Mal gedacht, wenn ich nur eine Vorlesung halten müsste, wäre es vielleicht einfach. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich Ihnen und euch vorzustellen. Ich bin ja schon ein bisschen da, aber wir feiern heute auch vielleicht den ersten Geburtstag der Arbeitsgruppe und wir feiern auch, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die mich aus Braunschweig hierher begleitet haben, inzwischen gut angekommen sind und gut arbeiten können und deshalb heute auch hier. Besonders freue ich mich, dass meine Familie da ist und auch, dass meine akademische Familie da ist. Ich freue mich sehr, Arndt, mein Doktorvater, dass er da ist und dass Rainer da ist, der mein Postdoc-Gastgeber war in Schweden, bevor ich dann nach Braunschweig gegangen bin. Das ist großartig. Ja, was beschäftigt mich in der Forschung? Mit welchem Thema möchte ich mich Ihnen heute vorstellen? Ich habe als Titel gewählt Correctness by Construction Engineering. Wie können wir eigentlich bessere Software bauen? Und das möchte ich in den nächsten 15, 20 Minuten ein bisschen ausführen, woran wir arbeiten. Wir sind nämlich auf der Suche nach Bugs, also solchen da zum Beispiel. Dieses Exemplar habe ich mal getroffen in Disneys Animal Kingdom, ist schon eine Weile her. Aber wenn Sie mich so fragen, was die Vision oder Mission meiner Forschungsarbeit ist, dann möchte ich dafür sorgen, dass Software besser wird, als sie heute ist. Denn Software muss gar nicht so schlecht sein. Wir wissen eigentlich, wie es geht. Manchmal müssen wir einfach nur machen. Und an manchen Stellen brauchen wir vielleicht doch noch ein bisschen Forschung, damit wir wissen, wie wir es besser machen können. Und üblicherweise, was wir so klassischerweise auch in der Industrie sehen, ist, dass Software getestet wird. Wir testen die Software und was wir dann feststellen ist, sie funktioniert nicht. Und das ist das auch, was Edgar Dijkstra, einer der wirklich anderen Großen der Informatik, gesagt hat, dass wir nämlich durch Programmtesten nur zeigen können, dass wir Fehler im Programm haben, aber wir können nicht zeigen, dass sie nicht da sind. Und ich sage das sehr gerne, mein Mitarbeiter hat das der Tobias hat es am Freitag bei seiner Disputation auch nochmal gesagt, die Ina würde jetzt sagen, vom Wiegen wird die Sau nicht fett. Ja? Also nur vom Testen wird kein Programm auch nur ein Stückchen besser, sondern wir müssen vielleicht vorher mal nachdenken, wie wir Software besser machen können. Und mit dem Thema Correctness by Construction habe ich vor ein paar Jahren angefangen, das zu bearbeiten und ich würde Ihnen gern berichten, wo wir aktuell stehen und was die neuen Arbeiten sind. Klassischerweise funktioniert Programmbeweisen ungefähr so, Sie haben eine Implementierung des Programms, Sie haben irgendwie eine Spezifikation, die sagt, was das Programm tun soll und wenn Sie das in dem passenden Format haben, dann nehmen Sie so ein Werkzeug, wie zum Beispiel das Key-Werkzeug, was Rainer und Bernhard und viele andere im Raum entwickeln und dann drücken Sie auf einen Knopf und im Best Case kommt dann so eine hübsche Fanfare und dann heißt es Programm bewiesen, gilt. In den meisten Fällen passiert das nicht, obwohl Rainer und Bernhard und das Team, das Key-Team, wirklich super tolle Arbeit leistet an dieser Stelle. Aber in üblichen Fällen geht es halt nicht. Und was wir im Bereich Correctness by Construction machen wollen, ist, das Ganze umzudrehen. Einfach mal vorher drüber nachzudenken, was so ein Programm eigentlich tun soll. Also meine Studierenden in der Softwaretechnik 1 finden das auch unglaublich faszinierend, dass wir jetzt anfangen, sozusagen mehrere Wochen erstmal darüber zu reden, was die Anforderungen sind für ein Programm, wie wir das alles modellieren, dieses Programm. Und irgendwann in Vorlesung 10 reden wir auch mal über Implementierung. Aber das ist auch die Idee hinter Correctness by Construction, dass wir nämlich anfangen mit der Spezifikation, mit einer Beschreibung, was soll dieses Programm eigentlich tun und dann über eine Reihe von Verfeinerungsschritten aus unserer Spezifikation ein Programm abzuleiten, was gar nicht mehr anders kann, als korrekt zu sein. Und warum denken wir, dass das eine gute Idee ist? Also zum einen, erstmal nachdenken hat noch keinem geschadet. Das heißt, erstmal zu überlegen, was soll das Programm tun und nicht einfach drauf loszuhacken und zu hoffen, dass es vielleicht dann doch korrekt ist. Das ist übrigens ganz in dem Sinne von Test-Driven Development, was man in der agilen Entwicklung heutzutage auch so machen würde.
Wir finden Fehler bei der Konstruktion von Programmen früher. Vor allen Dingen finden wir so konzeptionelle Denkfehler früher. Und wir haben in einigen empirischen Untersuchungen auch gezeigt, dass wir dadurch, dass wir den großen Beweis des Programms in kleinere Schritte zerlegen, dass wir die Beweiskomplexität reduzieren können und deshalb es uns auch leichter fällt, Beweise zu debuggen, wenn es denn sein muss. Oft höre ich von Kollegen CBC, Ina, ganz ehrlich, glaubst du da wirklich dran? Funktioniert das? Also wenn wir mal bei den Kollegen aus den anderen Ingenieursdisziplinen gucken und als Softwareingenieurin verstehe ich mich manchmal schon auch als Ingenieurin, dann würden die Ingenieurskollegen nie auf die Idee kommen, mal eine Brücke zu bauen und dann zu testen, ob sie auch hält. Sondern die bauen, konstruieren die vorher, sie simulieren die und dann sind sie sich, wenn sie sie bauen, relativ sicher, dass die Brücke auch trägt, zumindest meistens. Und da können wir uns als Softwaretechniker durchaus noch mal eine Scheibe abschneiden. Und ich habe hier jetzt mal ein Beispiel aus der CAD-Welt mitgebracht, wo man eben so ein mechanisches System oder so ein Ding konstruiert aus Bausteinen, die man vorher als korrekt bewiesen hat und dann aus einer korrekten Komposition eben auch auf die Korrektheit des Gesamten schließen kann. Das heißt, die grundlegende Idee, die wir hier beim Thema CBC verfolgen, ist, dass wir eben starten bei einer Spezifikation. Wir arbeiten hier mit Vor- und Nachbedingungen, dass wir dann durch schrittweise Anwendung von Verfeinerungsregeln das Programm erzeugen, dass wir für die Anwendung jeder Regel eben beweisen, dass die Anwendung korrekt war. Und dann bekommen wir eben schrittweise ein Stück Programmcode, was per Konstruktion die Spezifikation erfüllt. Dahinter steckt natürlich ein bisschen Mathematik. Ich möchte das gar nicht vorlesen, aber nur, dass Sie mir glauben, dass ich auch schwierige Dinge machen kann, obwohl ich sie einfach erkläre. Ja? Habe ich übrigens als Doktorandin mal ein interessantes Erlebnis gehabt, dass man mir gesagt hat, es wäre zu verständlich gewesen. Also, ich kann auch unverständlich. Lassen wir weg an der Stelle, da liegt also Mathematik dahinter. Aber womit wir uns in den letzten Jahren sehr intensiv beschäftigt haben, ist eben Werkzeugunterstützung zu bauen und dafür zu sorgen, dass diese Grundidee von CBC, die eigentlich so einfach ist, in die praktische Anwendung gehen kann. Und das ist unser Cork-Tool. Sie haben schon gehört, ich mag auch Wein ganz gerne. Der Name Cork kommt nicht von ungefähr, weil er uns nämlich so einen schönen Namespace eröffnet für unsere anderen Werkzeuge. Und das ist unsere IDE für Correctness by Construction. Ist ein Teil aus Tobias Runges Dissertation, die letzte Woche erfolgreich verteidigt wurde und ist eben unser Werkzeug, an dem viele, viele Doktoranden, Masteranden, Bacheloranden und auch Hiwis entwickeln. Weil das mit dieser Eclipse-Installation alles so ein bisschen schwierig ist, haben wir eine Web-Cork-Version als Web-Applikation. Das heißt, da kann man, so der Server in Braunschweig noch tut, einfach diese URL eingeben und kann mal ein bisschen ausprobieren. Wir benutzen das sehr gerne für Tutorials und Schulungen. Und wir arbeiten noch an der Migration ans KIT. Manche Dinge brauchen einfach auch länger am KIT. Wir haben in den letzten Jahren hier sehr viel dann um unser Original-Cork-Tool drumherum ausgebaut. Sie sehen hier eine Liste der Teile des Cork-Ökosystems. Sie sehen auch, das Logo hat sich verändert. Wir hatten erst diese hübschen Korken da und jetzt haben wir quasi so ein Universaltaschenmesser. Wir machen da immer so Anbauten und stellen fest, manchmal wäre es besser gewesen, wir hätten das Correct by Construction konstruieren, weil wir nämlich jetzt feststellen, dass wir genau die Probleme haben, von denen ich in der Vorlesung auch öfter berichte. Also das, wofür man in die Hölle kommt, Ralf. Das sehen wir hier auch. Genau, und ich möchte im Folgenden kurz ein Blitzlicht auf die unterschiedlichen Bauteile des Cork-Ökosystems werfen. Wir beschäftigen uns zum Beispiel mit einer Erweiterung von Cork 2.0 für objektorientierte Programme. Das klassische Cork war nur für einfache imperative Programme, so Spielbeispiele aus dem Textbook, aber trotzdem für die Lehre ganz sinnvoll. Aber um
das Ganze wachsen zu lassen für echte industrielle Softwareentwicklung, stellen wir uns das eben so vor, dass wir normale, klassische Postdoc-Verifikation, Postdoc-Test-Programmierung kombinieren mit Korg-Entwicklung. Und das ist das, was wir jetzt in der Korg 2.0-Erweiterung aktuell umsetzen, dass wir eben bestimmte Java-Methoden, Java-Klassen nach Korg importieren, dann sagen, okay, ich schreibe eine Methode dazu, die konstruiere ich mit CBC und das Ganze dann wieder rausgenerieren, zum Beispiel in das Java-Programm und da ausführen. Dann gibt es die Erweiterung, die heißt ArchiKorg. Und ich habe seit neuestem einen Mitarbeiter aus Dänemark, Rasmus ist auch irgendwo hier. ArchiKorg ist ein ganz schlimmer Name. Das heißt, ArchiKorg kriegt demnächst einen neuen Namen, weil ArchiKorg kann man nicht aussprechen, wenn man nicht deutscher Muttersprachler ist. Deshalb internationalisieren wir hier demnächst. Aber die Grundidee hinter dem ArchiKorg ist, dass wir eben sagen, wie kann ich von diesen Spielbeispielprogrammen wirklich große Softwaresysteme bauen? Und da ist natürlich der Trick, wie immer, Softwarearchitektur, Struktur reinzubringen. Das heißt, wir konstruieren das System als eine Komposition von Komponenten. Wir spezifizieren dann die Komponenten entsprechend mit Kontrakten. Wir zeigen dann, dass die Komponenten ineinander passen. Und dann können wir das Innenleben der Komponenten eben mit Korg konstruieren und dann Java-Code generieren und können eben so die ganze CBC-Entwicklung skalieren lassen. Und eine weitere Erweiterung ist das Thema VAKORG, das ist die Dissertation von Tobea Bordes, wo wir uns mit Software-Produktlinien by Construction beschäftigen. Ich arbeite seit über 10 Jahren auf dem Thema variantenreiche Software und irgendwann war dann die Idee, was passiert denn, wenn wir das mal kombinieren, wenn wir also sozusagen versuchen, Varianten korrekt zu konstruieren. Und da ist eben die Idee, wir beschreiben den Variantenraum in so einem Feature-Modell relativ knapp. Daraus können wir unterschiedliche Varianten erzeugen. Wir erzeugen dann in Korg Programme, die Variabilität enthalten können. Und bei der Konstruktion versuchen wir dann, die Variabilität so aufzulösen, dass wir eben sagen, jedes Produkt oder die ganze Familie muss per Konstruktion korrekt sein. Das sind aktuelle Forschungsarbeiten. Wir werden auch hier die kombinatorische Explosion großer Variantenräume nicht los, die ist einfach inhärent drin, aber wir können sie anders lokalisieren als in anderen Ansätzen. Und dann haben wir eine Erweiterung gemacht für unsere konstruktive Programmentwicklung, nämlich für Informationsflusseigenschaften. Das heißt, wir wollen Programme nicht nur so konstruieren, dass sie funktional korrekt sind, sondern wir wollen auch noch sagen, bestimmte Daten, die vertraulich bleiben sollen, werden nicht veröffentlicht oder wir bewahren die Integrität von bestimmten Werten. Das ist die Erweiterung IFBC oder auch IFBCOO. Da ist uns irgendwie der Namespace ausgegangen an der Stelle. Aber da gibt es eine Erweiterung eben von Korg, die auch es uns erlaubt, Programme zu konstruieren, die nicht nur funktional korrekt sind, sondern eben auch noch sicher bezüglich gewisser Sicherheitseigenschaften. So, und damit wäre ich fast am Ende. Sie sehen hier einen Überblick über unser Korg-Ökosystem, was wir aktuell entwickeln und was wir auch hoffen, in der neuen Kerninformatik im Helmholtz-Bereich weiterzuentwickeln. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt in Karlsruhe bin, weil nämlich die Toolbilder hier vor Ort sind und wir mit der Key-Truppe da sehr eng zusammenarbeiten können. Aber bevor ich schließe, muss ich natürlich über Quanten reden. Ich freue mich, dass meine liebsten Quantenkollegen auch da sind, nämlich das Thema Quantum by Construction. Und das ist ein Traum, den habe ich schon ganz viele Jahre. Und das ist aktuell eine gemeinsame Arbeit mit Michael Walter von der Ruhr-Uni Bochum, der auch da ist. Was wäre denn, wenn wir Programme für Quantencomputer korrekt konstruieren könnten? Und Sie sehen hier rechts, das ist ein Superconducting Quantencomputer wie das System One der IBM, was in Stuttgart-Ehningen steht und ist nicht die Quantenwaschmaschine, Jörn. Und hier ist die Idee eben, dass wir die Ideen, die wir aus der klassischen Programmierung gut kennen,
übertragen in die Quantenwelt und dass wir eben eine Programmiersprache nehmen für Quantenprogramme, also vielleicht mal für Systeme so wie das da, dass wir uns auch eine Spezifikationslogik beschaffen, die so ähnlich funktioniert wie die Hoare-Logik, die wir für klassische Programme kennen. Und dann ist der nächste Schritt, dass man sich Verfeinerungsregeln überlegen muss, wie man diese Quantenprogramme jetzt konstruieren kann. Die einfachen Regeln haben wir schon, das sehen Sie hier. Ne? Also sowas wie erste Regel skip, ich tue nichts. Das können wir schon. Wir können auch schon das Quantenregister initialisieren oder wir können eine Unitary zuweisen. Was ein bisschen schwieriger ist jetzt im Quantenbereich, sind so Dinge wie ein If-Statement. Also Sie kennen alle Schrödingers Katze, ne? Wenn man hinguckt, ist sie tot oder lebendig, aber irgendwie weiß man es auch nicht so genau, also dieses Unintuitive an der Quantenwelt. Und dann wird es eben auch bei der Konstruktion schwierig, dass wir eben sagen müssen, okay, wenn ich so ein If-Statement ausführen will, dann muss ich ja irgendwie messen, was der aktuelle Zustand ist. Und in dem Moment klappt mir der Zustand zusammen, also dann ist die Katze tot. Und da muss mir was einfallen. Und da haben wir jetzt eine erste Arbeit, Michael, sein Doktorand und ich, wo wir zeigen können, dass diese Menge der Konstruktionsregeln für Quantenprogramme korrekt ist. Und das ist dann nämlich in diesem Theorem, und ich musste auch ein Theorem haben in diesem Vortrag, weil mir sonst wieder keiner glaubt, dass ich auch schwierige Sachen machen kann. Also da so ein Theorem, ne, wenn wir von einer Spezifikation eines Quantenprogramms starten und wir konstruieren dann das Quantenprogramm basierend auf unseren Regeln, dann gilt diese Spezifikation auch wirklich. Das ist die Soundness von QBC und an diesem Beweis arbeiten wir gerade und hoffen, ihn dann jetzt demnächst endlich mal einzureichen. So viel an dieser Stelle zu CBC. Das ist natürlich nicht alles, was ich tue. Correctness by Construction ist einer von vier großen Säulen meiner Forschungsarbeit. Wir beschäftigen uns, wie der Name Testvalidierung und Analyse softwareintensiver Systeme auch sagt, mit dem Thema Qualitätssicherung und Test. Das vor allen Dingen von variantenreicher Software im Automotive-Bereich. Also wir versuchen zu verhindern, dass wenn das Over-the-Air-Update kommt, dass dann morgen Ihr Auto nicht mehr funktioniert. Daran arbeiten wir. Dann beschäftigen wir uns mit dem Thema Re-Engineering und Analyse. Was mache ich also, wenn ich so gewachsene Softwarelandschaften habe und so ein Variantenzoo, wo ich gar nicht mehr weiß, wer da zu wem gehört. Da versuchen wir, die Familien wieder zu finden und zusammenzubringen. Und dann haben wir das Thema Quantum Software Engineering. Da ist der Bereich QBC nur ein kleiner Teil. Und da geht es auch um andere Themen, wie wir sozusagen Software Engineering Practices, die wir aus der klassischen Softwarewelt kennen, übertragen können in das Thema Quantensoftware, weil wir da auch glauben, dass es so sein wird wie bei klassischer Software, dass wenn die Physik mal mit ihrer Hardware fertig ist, dann kommt die Wertschöpfung aus der Software und daran arbeiten wir jetzt schon. Und damit möchte ich schließen. Das ist gemeinsame Arbeit mit meinem Team. Die sitzen da hinten irgendwo. Vielleicht könnt ihr auch mal die Hand hochnehmen, wer da zu mir gehört. Das sind also diese da. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch und an die vielen Bachelor- und Masterstudierenden, die Hiwis, die mit uns zusammenarbeiten. Vielen Dank.